Hey, meine Leute, willkommen zur sechsten Folge von Half-Life Alyx. In der letzten Folge waren wir mit, was? Ah, Granaten. Granatwerfer, das ist nice. Was haben wir hier noch? Festbrennstoff. In der letzten Folge haben wir die ganzen Zugangskarten gefunden für das Spielchen, was Lucas mit uns vorhat. Aber wir haben ja auch noch ein Tape gefunden, was wir auch noch durchgucken müssen. Auf jeden Fall würde ich sagen davor. Ja, mit dem Haus hier sind wir, glaube ich, komplett fertig, weil ich glaube, wenn wir jetzt die kleine Aktion da von ihm dann gleich machen, würde ich sagen, sind wir jetzt fertig hier mit dem ganzen Haus. Ich habe mir auch noch gerade noch die Schrotflinte geholt. Auf jeden Fall in alle Fälle. Die ist ja defekt, wir brauchen ja nochmal so ein Gun Repair Kit. Ich weiß zwar nicht, wo man das herbekommt, aber vielleicht findet man das ja. So, dann gehe ich nochmal raus. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Viecher. Nee. Dann speichere ich nochmal, weil ich habe gesehen, ich habe letztes Mal nicht gespeichert. Ich muss jetzt nochmal alles neu machen. Was jetzt nicht so nice war. Dann speichere ich nochmal. Komm, mal neue Speicherdaten. Man will ja nicht so sein, ne? So, dann lege ich das eben kurz ein bisschen. Vielleicht hört man mich jetzt ein bisschen lauter. Ich weiß selber nicht. Auf jeden Fall, die letzten Folgen war ich irgendwie sehr leise, ist mir aufgefallen. Ja, das kann ich dann schon mal hier alles wegschmeißen. Also, wegtun. Ich glaube, den Brenner brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Dafür können wir dann die defekte Flinte mitnehmen, weil ich würde sagen, irgendwo da müssen wir dann das Teil finden. So, du nach oben. Haben wir noch irgendwo Flintenmunition, Pistolenmunition? Ich würde sagen, da ist irgendwo auf jeden Fall noch ein Bosskampf. 54er Merkmunition brauche ich nicht. Röntgengrille, nee. Ja, sonst haben wir eigentlich alles. Würde ich sagen. Ja, starke Ersthilfe-Arznei kann ich nochmal mitnehmen. So, ich dachte da. Dann würde ich sagen, kannst du losgehen. Sonst Karten habe ich dabei, ne? Ja. Ah ne, wir müssen noch das eine Tape gucken, weil ich glaube, das ist das Ende von Resident Evil 7. Ist das es? Tape, Happy Birthday. Happy Birthday. Wo ist es? Da. Das ist mir nämlich gerade schon entflogen, ey. Hätten wir das jetzt, glaube ich, nicht gemacht, dann. Weil ich glaube, die Tapes, die sind sehr wichtig zu gucken. Und keine Ahnung. Hoffentlich ist es auch wichtig, sonst verschwende ich einfach nur meine Zeit. Experiment. Kann ein vorbeiläufender Idiot Puzzle, also Rätsel, schaffen? Clancy? Clancy Davis? Bin ich das? Ich glaube nicht, dass ich das bin. Warum hat er nicht so große Augen, Alter? Ach ja, wir müssen jetzt ein Rätsel machen, würde ich sagen, ne? Ja. Sei doch nicht so. Machen wir mal ein bisschen lauter. So. Ja. So. Was haben wir hier? Ich hoffe, das ist keine Leiche, oder? Oh, eine Kerze. Danke dafür. Bist du mir eine helfende Hand? Da müssen wir, glaube ich, irgendwo mal reingreifen. Da ist nix. Okay. Da können wir noch gar nichts machen. Da ist irgendwie ein Kuchen. Was ist hier? Hinten ist irgendwie Licht, so wie es aussieht. Hier kommt man noch nicht rein. Nee. Okay, dann gehen wir erst hier lang. So, was sollen wir machen? Okay. Okay, jetzt glaube ich... Oh. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Ja, lustig. Was haben wir denn hier? Ja, leck mich. Aufsichtsschlüssel, das ist für die Puppe, würde ich sagen. Ja, danke. Jetzt fließt hier Wein. Das lässt sich nicht stopfen, auf keinen Fall. Was haben wir hier? Sachen, okay. Das müssen wir, glaube ich, hinkriegen. Also, das müssen wir wissen. Die Kerze brennt nicht. Ach, wir brauchen eine brennende Kerze. Das können wir hiermit bestimmt bewältigen. Ich mach einfach nochmal die Kerze an, damit ich vielleicht ein bisschen mehr was sehe. So, dann können wir, glaube ich, jetzt hier. Braucht noch einen Stift oder was braucht der? Ne, der braucht noch einen.
Ja, der braucht einen Stift und einen Finger, würde ich sagen, weil der irgendwas da drauf schreibt. Haben wir hier irgendwas? Okay. Echt widerlich. Mann, das eklig. Ach was. Ein Fernrohr. Verschmutztes Fernrohr. Wir können das bestimmt sauber machen, wenn wir da durch das Wasser gehen, ne? Wenn ich nur jetzt richtig laufe. Ich setze das nochmal ab. So. Jetzt nehme ich das. Ja, nimm es. Gut. Was können wir denn damit machen? Okay, hängender Mann, Krähe und ein Baby. Das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass es so einfach geht. Dann haben wir es, oder? Nee, auf keinen Fall haben wir es jetzt schon. Hängender Mann, Krähe auf dem Grabstein und ein Baby, ne? F, okay. Oh, easy. Was haben wir hier? Ich, okay. Das bin also ich jetzt. Sollen wir die anzünden? Würde ich schon sagen, ne? Ja, okay. Ja. Also ich werde brennen, oder was? Ach, deshalb auch das Öl oder das Dings. Wird das irgendwann mal brennen, oder was? Würde ich mal sagen. So, dann haben wir schon mal den Finger, habe ich gesehen. Puppenfinger, so. Jetzt brauchen wir noch... Ach ja, da können wir jetzt auch hin. Ich glaube, das müssen wir nämlich mit der Kerze anzünden. Den Seil. Das Seil, meine ich. So, ich weiß diese... Die Physik von dem... Von der Kerze, übelst. So, ja. Okay, hier sind irgendwie... ein paar Luftballons. Da ist ein Ballon. Ohne keine... Mit irgendwas anderem. Hier ist wieder ein Rätsel. Ohne das Wort wird es kaum gehen. Happy. Was sollen wir denn jetzt machen? Hier. Ach, da hinten ist ein Ventil, um das auszumachen. Was haben wir hier eigentlich? Ist das die Luft? Ach, den Ballon auf. Sind da Nägel drin, oder was? Aua. Okay. Ist nicht so angenehm. Das ist noch unangenehmer. Oh, wir haben den Stift. Ach, der schreibt da mit unserem Blut, oder was? Nice. Okay. Du schreibst dann auf, wie das eine Passwort da heißt, oder wie? Warum gibt es jetzt eine Animation? Oh, nee. Das gab's doch noch nicht. Oh, fuck. Ah! Büßer. Ja, Loser. Ach, ist das Wort, oder was? Was bringt uns das jetzt, weil... Keine Ahnung, was bringt uns das jetzt hier eigentlich, die ganze, das ganze Tape? L... O... S... E... E, F, okay? Ja, easy. Okay, jetzt kriegen wir das Ventil. Ja. Ich feiere diese Bälle. Bälle, genau. Wo ist das Ventil? Das ist hier, ne? Ja. Okay, dann muss ich die Kerze gleich nochmal anzünden. Aber passt schon. Okay, 8 Minuten ungefähr sind wir jetzt in der Folge. Passt ja. Ist aber ein kurzes Tape, oder? Oder sind die immer so kurz gewesen? Ich wollte gerade sagen, oh, das Wasser ist aus, aber das habe ich doch gerade schon so gemacht, dass das Wasser ausgeht. So. Wird die Torte explodieren oder was? Also ich wäre jetzt schon weg. Ja, die wird explodieren oder so. Oh Mann, deshalb auch das Öl und alles zu Sachen. Also so würde ich auch klingen, wenn ich verbrenne. Also hier ist ja eigentlich kein Feuer. Ich lauf da mal hier hin. Gibt's irgendwelche E-Sacks? Nee, oder? Also ich finde, dann nimmt das viel zu locker irgendwie. Ich konnte auch hier gerade was machen. Schade. Also irgendwie die Synchro von Deutsch ist irgendwie nicht so nice. Irgendwie. Der nimmt das viel zu locker, das Verbrennen. Das so, ah, ah, ah.
Aber Hauptsache, die Kamera hat überlebt. Happy Birthday! Manometer. Frage ist nur, was bringt uns das? Weil das sah so aus, als... Weil sonst hätte uns ja immer was gebracht, aber jetzt bringt das uns doch eigentlich gar nichts. Also ist einfach 10 Minuten jetzt verschwendet, oder wie willst du es mir sagen? So, Ethan, was ist dein Kommentar dazu? Ratter, 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 ratter. Feier ich meine HDD? Mach mal hin, du Sohn. Ey, ist doch Betrug? Wie lange dauert das denn jetzt? Hey, der Witz, geil, das ist ja... Ich bin ja eine Minute damit beschäftigt, hier zu laden. Ist ja nicht feierlich. Ja? Ah, okay. So. Mit dem Wissen gehen wir jetzt da rein und machen nichts da, oder wie? Okay. So. So, und gehen wir jetzt rein. Hallo? Ja, okay. Ich frage mich, warum das Ganze? Der kann mich doch einfach so umbringen, oder nicht? Let's play. Ja. Okay. Ja. Ja, die Musik regt auf. Okay, die ist weg. Woher weiß er, dass ich jetzt hier sitze? Ja, da kommt dieses verschwitzte Gesicht, Alter. Ja. Ja. Ja, so heiß ich. Ja. Schau doch mal her, was ich habe. Das ist aber kleiner Kopf. Es ist ein ganzes Teil, das ist kein Kopf. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Louis damit anstellen will? Mhm. Alter, der ist richtig viel Hype drauf. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier. Was macht der? Besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Ja. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will es aber nicht sehen. Ich will nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Ja. Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Wie heißt der Typ eigentlich nochmal? Boah, der Jumpscare ist ja wunderbar. Wie heißt der Typ? Scheiße! Die Synchro ist so kacke. Außer... Heißt er Lucas? Ja, ich glaube so, Lucas, ne? Ja, außer Lucas, diese Grundspinne, macht jeder irgendwie was richtig Falsches, Alter. Ah, oh, Flintenmunition. Was ist das? Soll ich hier drunter kriechen, oder wie? Ja, okay. Also das sieht aus wie das, wie die Lagerhalle aus dem Schatzfoto, wie ich finde. Da hinten ist auch dieser Kopf. Nice. Was filmen wir dann jetzt hier? F. Gun Repair Kit, okay. Easy. M21 Flinte, ist hier gut. Die hat nur 2 Schuss. Ja, vielleicht heißt das aber was. Warte, ich kann die doch auch kaputt schießen, oder? Vor allem... So. Ja, ich würde sagen, das sind Minen, ne? So wie es aussieht.
haben wir hier? Pistolmunition. Okay. Warum explodieren die jetzt? Kein Plan, Alter. So, wo sind wir jetzt? Hier? Warte. Ne, das ist das der eine Raum von gerade eben? Ja, ist es doch, oder? Ach, habe ich jetzt Schaden durch die bekommen? Das ist aber eine Frechheit. Okay, was soll ich jetzt machen? Scheiß Passwörter, was? Okay. Probier doch mal 0840. Nein. Der könnte jetzt so easy den jetzt in die Fresse schießen, ne? Warum nicht? Nein. Es ist 0540. Oh, komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Man weiß nie. 514 hat er gesagt, ne? Oh fuck. Und ich würde sagen, das ist das. Ja. Was haben wir hier jetzt? Also ich gehe mal mit der Schrinte vor. Mit der Flinte meine ich. Sind hier immer noch? Also die kann jetzt explodieren. Okay. Darauf habe ich jetzt keine Lust, dass sie explodieren die ganze Zeit und ich dann davon Schaden bekomme. Brennerkraftstoff? Brauche ich dich denn jetzt wirklich noch, den Brenner? Dann tut es mir jetzt leid, dass ich den nicht mitgenommen habe. Oh fuck, es laggt. Wo kommst du denn her? Okay. Du warst der Einzige, oder? Deshalb hat es auch so gelaggt. Verschwinde da jetzt nicht meine Munition dran. Okay. Ich mache erst da hinten das kaputt. Eins. Zwei. Hallo? Zwei. Dann nur noch du und da hinten noch eine. Eins und zwei. Okay. Was haben wir jetzt dafür? Eine Kiste, die explodiert. Nee. Nee, ne? Oh, eine antike Münze, Alter. Oh, Chiroide. Mm. Gönn ich mir erstmal. Mm. Also Steroide und eine flüssige Chemikalie, mehr nicht. Ist das euer Ernst? Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Aber ich hör Dinger. Okay. Die sieht ganz gut aus. Ja, ich glaube, finden Mundi spare ich besser mal. Hallo, stirbst du doch mal, oder? Also, da konnte ich jetzt wirklich nichts sparen. Haben wir hier irgendwas? Kraut, ja wow. Ich brauche kein Kraut, ich brauche Munition. Schießpulver. Aber dann kann ich schon mal wieder Pistolenmunition machen. Wenigstens etwas. Wo sind wir eigentlich? Ist das eine Scheune? Ja, das ist noch eine Scheune, oder? Ja. Wie groß ist denn deren Grundstück? Ist ja überdimensional groß. So, was haben wir hier? Ein Safe Room. Dann save ich erstmal. So. Safe. Geister. Flintenmunition. Wie viel Stück? 5. Ich hab 8 gelesen, kein Plan wie. Okay. Das brauche ich alles nicht. Ja, okay, das lasse ich mal hier. Jetzt habe ich mir die Magnum noch nicht gekauft. Fuck. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt nochmal ein bisschen Munition. Wenn ich Schießpulver habe, ja. Aber ich habe keine normale flüssige Chemikalie, oder? Nee, ich habe nur starke. Ja, mache ich mal zweimal. So, du kommst.
Da hinten hin. Kommst wieder da rein. Kommst da hin. So, da sollten wir, glaube ich, uns eher das Tape angeguckt haben, weil wir dann, glaube ich, dann bemerkt haben, oh, ja, da ist irgendwie ein Raum. Das sieht mir stark nach Bosskampf aus. Ist hier irgendwo noch irgendwas zum... Da ist doch bestimmt noch irgendwie Loot. Okay. Nochmal eine flüssige Chemikalie. Dann hätte ich mir eigentlich jetzt normale Munition bauen können. So, hier hinten ist auch noch was. Bitte explodieren nicht. Okay, gut. Ey, man muss sich sogar noch... Ja, okay. Nochmal eine starke flüssige Chemikalie. Okay. Da hätten wir, glaube ich, eh nicht hingekonnt. Okay, wir müssen, glaube ich, hier runter wegen Bosskampf jetzt. Aua. Ja, komm, steh auf. Munition. Wenn die jetzt explodiert wären, ne? Ich hätte hier im Strahl gekotzt, Alter. Weil ich schieße sonst jeder an. Batterie. Pistolenmunition. Ja, guck. Die wäre explodiert, okay. Haben wir nochmal alles richtig gemacht. Da ist nix. Dann... Da kann ich eine Batterie einsetzen. Ich guck nochmal eben kurz. Da ist nochmal. Flintenmunition. Oh, Flintenmunition. Schmackhaft. So. Hier kann ich eine Batterie einsetzen. Bosskampf? Ja, Bosskampf. Oh. Ich gehe besser mal nach oben. Der sieht das richtig so ausgedacht. Der hat davon schon so richtig geträumt. Was ist das? Du mich auch. Kommt der oder? Okay, da. Wow, das ist ja richtig fett. Oh fuck, der will zu mir kommen. Bist du tot? Nein. Deine Mama muss auch wehtun. Okay. Ich frage mich, wie haben die so einen Fetten bekommen? Oh. Was soll das heißen? Natürlich kannst du hier komplett durch, Alter. Oh, du bist tot. Oh, Mann. Warum explodiert der? Fetzer ist tot. Komm ich jetzt irgendwie... Ah, okay. Ich komme hier dann durch einen Aufzug hoch. Komm ich hoch? Ja, ne? Aber das war cool. Jetzt habe ich meine ganzen Dinger hier verbraucht. Ich kann mir aber eine bauen. Habe ich noch? Nee. Die Triche brauche ich aber auch nicht. Warte, ich benutze... Warte, ich mach da mal aus, mal das und dann mach ich halt mal. Warte, ich benutze besser so, bevor ich dann gleich eine starke flüssige Chemikalie benutze. Ach, von der. Ah, ich gehe hier hinten lang, okay. Sodle. Was machen wir jetzt? Ist das wieder ein Safe Room? Nee. Pillen brauche ich nicht. Da oben ist. Ist das wieder so? 1408, du bist als nächster dran. Ist das Clancy? Soll das Clancy sein? Ich glaube schon. Aber jetzt nicht so lecker, dieser Clancy. Okay. Wo komme ich jetzt hier doch? Ah, ich komme jetzt... Ich war, glaube ich, nie da, ne? War da was? Ich habe keinen Plan. Ich glaube... Ich hoffe mal nicht. Okay. 1408, ne? Wenn ich das jetzt verkacke, ne? Wenn ich mir sowas nicht merken kann, Alter. Okay, gut. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Doch. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ey, ist das dein fucking Ernst, Alter? So. Aber wie soll das eigentlich bemerken, dass ich irgendwas hier nicht mitnehme? So. Okay. Okay, dann soll ich mir die Kerze nehmen? Durchrennen.
hier anmachen? Hallo? Oder muss ich da nochmal... Ah, okay. Nee. Ja, ich weiß. Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Wortwahl, bitte! Wir haben Kinder! Im Gebäude, irgendwo. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Mann, Alter, imagine einfach Kinder. Ja, hier im Evelyn. Ja. Ey, wenn das jetzt nicht angeht, ne? Okay. Ich hab erst gedacht, das geht nicht an, Alter. Das wäre ja kritisch. So, dann gehen wir da hinten hin. Geben dann Loser ein. Das war's ja, oder? Alter, imagine, du vergisst einfach, dass da Loser dran stand. Ja, komm. Wir könnten uns das ja wieder nehmen, aber nee. Loser. FOK. Dann haben wir das. Dann haben wir das Ventil. Gut. Ja, easy, ne? Speedrun, würde ich sagen. Wir sind jetzt 26 Minuten in der Folge. Ich glaube dann, nachdem wir dann hier entkommen sind, ich frage mich, wie sollen wir denn hier entkommen? Weil eigentlich war es ja vorgesehen, dass wir hier sterben. So, dann hole ich mir dann nochmal Feuer und steck die Kerze in die Torte, genau. Ja, Kerze in die Torte. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Torte in die Kerze stecken. So, Ethan, weil du ja so schlau bist, bleibst du dann natürlich vorstehen, ne? Und gehst nicht weg, weil du weißt ja, dass die Torte explodiert. Er bleibt wirklich davor stehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, aber kein Brand, ne? Nee. Okay, gut. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Was ist das? Bombe mit Fernzünder. Ja, komm, pack. Seit wann ist der Bock im Loch? Ja, komm, werf rein. Renn weg, renn weg. Ja. Dann warten wir nochmal 3 Minuten. Ein bisschen Spielstreckung, dies, das, ne? Man kennt's. Ach so, ich glaube, das war einfach jetzt in die Loading Gate. Da. Hier war Dingens, ne? Zoe. Der Kopf. Geil. Aber wenigstens ist er ehrlich und gibt uns den Kopf. D-Serie Kopf. Sind das. Ah ja, Mia und Zoe. Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Hinter dem Raum da. Hinter dem Raum da. Willst du verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Noch nicht. Ich glücklicher. Ja. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir. Oh. Das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Arsch. dann würde ich sagen, war's das mit der Folge vom Resident Evil 7? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und ein Glocke, die Deaktivist da. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Sehen und ciao. Leute.